Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Herzlich willkommen bei der 21. Sendung der Serie Stopp 5G hier auf Okitoki. Heute ist Donnerstag, der 30. Jänner 2020. Es begrüßt euch alle wiederum ganz, ganz herzlich, Franz Josef aus Graz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, ein Hinweis auf drei kommende wichtige Veranstaltungen. Morgen am 31. Jänner um 19 Uhr in Graz am Eisernen Tor 3 im City Yoga Center. Am kommenden Dienstag, am 4. Februar in Bad Waltersdorf im Kursaal, auch um 19 Uhr. Und am Freitag, den 13. März um 19 Uhr, eine kleine Konferenz zum Thema in Gleisdorf. Der heutige Beitrag besteht aus vier einzelnen Teilen. Beginnen wir mit dem ersten, und zwar: Immer mehr Ärzte fordern den Ausbaustopp von 5G. Es ist jetzt inzwischen immer mehr Ärzten klar, dass die gepulste Mikrowellenstrahlung schädliche gesundheitliche Auswirkungen auf lebende Zellen hat. Es gibt hier eine Studie von Professor Moosgöller aus Wien, und wir sehen ihn hier in einem Interview: elektromagnetische Strahlung und DNA-Strangbrüche. Er nimmt in diesem Interview Bezug auf die Aussagen von Professor Lerchel, den wir das letzte Mal zum Thema gehabt haben, einer jener gekauften Industriewissenschaftler, die also fix und steif behaupten, dass es keine negativen Auswirkungen gibt und dass die Studien, an denen Professor Moosgöller auch beteiligt war, die Daten gefälscht wurden, bedeutete für ihn, dass er angeklagt wurde, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kam und dass er wegen Falschaussagen verurteilt wurde, der Professor Lerchel, der seinerseits wiederum im Zuge des Forums Mobilkommunikation des Industrievereins in Österreich 700 Bürgermeister informiert hat, dass es keinerlei gesundheitliche Bedenken gäbe. Weiters sehen wir hier, dass immer mehr deutsche Ärzte den 5G-Ausstieg Stopp fordern. Des Weiteren hier der Professor Dr. Hecht zur Elektrosensibilität. Dies ist keine Einbildung. 5G und WLAN sind gesundheitsschädlich. Ein langes Interview über 2 Stunden, in dem viele, viele einzelne Details geklärt werden. Die Links zu den Sendungsnachweisen befinden sich im PDF zur Sendung, entweder im Okitoki-Archiv unter dem gleichen Namen oder auf YouTube unter dem Video. Weiters gibt es Neues von diagnosefunk.org, der deutschen Webseite, die hier hochqualitative Berichte und Zusammenfassungen liefert. Zweimal über die NTB-Studie, die wiederum von den Industriewissenschaftlern als unwissenschaftlich bezeichnet wird. Die hat aber ganz klar das Krebspotenzial der Mobilfunkstrahlung wiederum nachgewiesen. Und auch hier Interview mit Professor James Lin von der Universität of Illinois zu diesem Thema, dass das Krebspotenzial also ganz, ganz klar nachgewiesen ist.
Hier ein weiterer Artikel auf Diagnosefunk. Die ja, damit wollen wir den ersten Teil belassen. Wir haben in den vorigen Sendungen, bitte auf die Playlist schauen, schon eine Unzahl von wissenschaftlichen Studien angeführt, die ganz klar nachweisen, dass hier Krebsgefahr hochgradig gegeben ist.